So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Wir haben Abenteuer in den Forgotten Realms. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Set sagen soll. Ich find's kacke. Ab 13 Jahren, das ist ein Draft-Booster. Ich hab's noch rumliegen und ich mach's jetzt mit euch auf. Und ja, vielleicht finde ich ja noch irgendwas Cooles, was ich noch nicht kannte. 2-1-3 schuppige Kräutlerkunterin, Echsendruide, tappen, wir bringen Land aus der Hand ins Spiel. Sehr cool. Damals halt der Crossover, Magic und D&D, das ist ja ein richtig hart geflopptes Set gewesen. Und ja, heute muss ich dazu noch weniger sagen. Wendung der Schicksale, ein schwarzes, ein farbloses Hexerei. Wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand und bewegen uns dann im Gewölbe. Also gehen durch den Dungeon. Verbündete aus den Ebenen, 5 Mana 3-3 fliegend. Und wenn der angreift, wagen wir uns ins Gewölbe. Okay. Luftkult-Elementar, 6 Mana 2-5 fliegend. Mit Wirbelwind. Wenn er ins Spiel kommt, bringe eine Kreatur deinem Waldzug auf die Hand. Okay. Ausschwärmende Goblins. 5 Mana 4-3. Wenn er ins Spiel kommt, würfel einen W20, also einen 20-seitigen Würfel. Bei 1 bis 9 kriegen wir einen roten Goblin. Bei 10 bis 19 kriegen wir 2 solcher Goblins. Und bei 20 kriegen wir 3 rote Goblins. Was echt cool wäre. Inspirierender Barde. 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt er plus 2 bis 2 bis 9 Zugs oder erhalten 3 Lebenspunkte. Lederrüstung, 1 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 0 plus 1 und Abwehr 1, also Ward 1. Ausrüsten 0 kann man aber nur einmal pro Zug machen. Leicht flexibler Schutz. Okay. Windseher Genie, 4 Mana 3-3 fliegend und wenn er ins Spiel kommt, werfen wir mit einem W20. Bei 1 bis 9 Hellsicht, bei 1 bis, also Hellsicht 1, 10 bis 19 Hellsicht 2, 20 Hellsicht 3. Selbe mit den Goblins. Und was zur Hölle? Himmlisches Einhorn, 3 Mana 3-2. Immer wenn du Lebenspunkte zuhältst, lege einen plus 1 Mark auf den. Das Artwork, das ist doch keine Magic Card. Erfahrene Gewölbeforscherin, 4 Mana 3-4. Wenn sie ins Spiel kommt, adventuren wir im Dungeon. Oh, klasse, der Cleric Card. Der ist cool. 1 Mana, falls du Lebenspunkte dazu hältst, kriegst du stattdessen einen Lebenspunkt mehr. 4 Mana, immer wenn du einen Lebenspunkt dazu hältst, lege einen plus 1 Mark auf eine Kreatur. 5 Mana, danach nochmal für Stufe 3. Und wenn die Stufe 3 erreicht, können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen und wir kriegen so viele Lebenspunkte, wie das Ding Widerstandskraft hat. Sehr coole Karte. Sehr coole Karte. Ja, Fliegen. Mich hat es gewundert, dass es so lange keine Karte gibt, die Fliegen heißt. Ein blaues Mana verzaubernde Kreatur, die hat Flugfähigkeit und immer wenn die im Kreatur einen Spieler Schaden zufügt, adventuren wir im Gewölbe. Ja, Kampfschrei Goblin 2-2-2. Okay, für 2 Mana kriegen Goblins plus 1 bis 0 bis Eile bis zumindest Hus. Das ist nicht schlecht. Und Rudeltaktik. Immer wenn du mit 6 oder mehr Stärke, Gesamtstärke seiner Kreaturen angreifst und der hier auch mit angreift, kriegen wir einen 1-1 roten Goblin. Das ist nicht bad. Der ist echt nicht bad. Den kannte ich gar nicht so. Der ist cool. Der ist wirklich cool. Und wir haben eine Grotte des Augentyrannen. Falls du 2 oder mehr andere Länder kontrollierst, kommt die getappt ins Spiel. Okay. Ein schwarzes Mana, also tappt mein schwarzes Mana. Für 4 Mana wird die zum 3-3 Beholder, Kreatur mit Bedrohlichkeit. Und immer wenn diese Kreatur angreift, schicke eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof für das Verteidigungsspiel ins Exil. Okay. Gebirge, Wolf. Ja, Avengers in the Forgotten Realms, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich gesagt. Ciao, ciao.